Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 12.837, Chancen und Risiken des digitalen Arbeitswandels 2, berufliche Weiterbildung auch online ermöglichen. Ich weise Sie gerne darauf hin, dass der Antrag der Fraktion der Piraten mit der eben genannten Drucksachennummer gemäß § 82 Absatz 2 Buchstabe b unserer Geschäftsordnung vom Plenum an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales überwiesen wurde, mit der Maßgabe, dass eine Aussprache und Abstimmung erst nach Vorlage einer Beschlussempfehlung erfolgt. Da die Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales in der Drucksachennummer 14.039 vorliegen, können wir damit auch heute zur Behandlung kommen. Ich eröffne die Aussprache. Und als erste Rednerin hat für die SPD-Fraktion Frau Kollegin Spanier-Oppermann das Wort. Ich bin schon hier. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit vielen Teilen des Antrages, den Sie gestellt haben, stimme ich überein, doch nicht in den Schlussfolgerungen letztendlich. Unstrittig ist, dass die Weiterbildung drei zentrale Ziele und Funktionen zu erfüllen hat. Sie fördert und unterstützt das politische Bewusstsein und das bürgerschaftliche Engagement der Bevölkerung. Sie fördert und unterstützt den Erwerb beruflicher Kompetenzen und Qualifikationen. Und sie fördert und unterstützt die persönliche Entwicklung eines jeden einzelnen Individuums. Diese Funktionen werden seit zwei Dekaden immer intensiver in einem übergreifenden Bildungskontext gestellt. Der Begriff dafür, und den kennen Sie auch alle, heißt das lebenslange Lernen. Es ist festzuhalten, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen eine politisch gewollte, plurale Weiterbildungslandschaft haben. Dies vorteilhaft für die Versorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, da sie eine große Vielfalt an Zugängen verschiedener Personen und Zielgruppen zur Weiterbildung gewährleistet. Über den Bildungscheck fördert das Land NRW zudem kleine und mittlere Unternehmen, die eine Arbeitsstätte hier bei uns in NRW haben. Diese können für die berufliche Weiterbildung ihrer Mitarbeiterschaft einen Zuschuss darüber erhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, lieber Thorsten Sommer, eine Ihrer Forderungen im Antrag ist es ja, die Ortsgebundenheit aus dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz zu streichen, sowie im Gesetz explizit die Möglichkeit einer Online-Weiterbildung zu verankern. Zu Ihrer ersten Forderung schauen wir uns einmal die Ausgangslage an. Die Gesetzesänderung 2009 wurde ja notwendig, weil die Europäische Kommission die Ortsgebundenheit in § 9 Absatz 3 des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes bemängelte. Und das ist richtig. Denn vor dieser Gesetzesänderung musste der Weiterbildungsort für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in NRW oder einem angrenzenden Land liegen. Eine Anpassung wurde also notwendig und geschah mit der Änderung. Nun gilt ein Richtwert von 500 Kilometern ab der Landesgrenze von NRW und so sind alle Benelux-Staaten, Teile Frankreichs, Dänemarks und Teile Osteuropas nun mit inbegriffen. Bereits im Gesetzentwurf der Landesregierung zum dritten Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes stellte dazu die Landesregierung fest, das Änderungsgesetz vom 8. Dezember 2009 hat somit die Anforderungen an das EU-Recht erfüllt. Das Vertragsverletzungsverfahren wurde eingestellt. Schwierigkeiten in der Anwendungspraxis im wesentlichen Ausmaß sind dann nicht bekannt geworden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war nun lange Zeit, fast 20 Jahre Gesamtbetriebsratsvorsitzende und habe auch in meiner aktiven Zeit selbst dafür gesorgt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen möglichst besten Zugang zu diesen Weiterbildungsmaßnahmen erhielten, egal ob vor Ort oder online. Schon vor 20 Jahren richteten wir Online-Workplaces ein und ich weiß, wenn man so die Jahre zurückschaut, ziemlich genau, wovon ich spreche. Und so kann ich sagen, dass die Unternehmen und Mitarbeiter genau wissen, in welcher Art und Weise sie Weiterbildung durchführen. Es muss immer beachtet werden, welche Art der Durchführung zum Unternehmen und zur Belegschaft passt. Da gibt es eine so große Bandbreite an Weiterbildungsmaßnahmen
und es ist längst gelebte Praxis, was Sie fordern. Im Übrigen haben weder die Sachverständigenanhörungen noch die Auswertung, die wir im Ausschuss vorgenommen haben, Erkenntnisse geliefert, die im Sinne Ihres Antrages aus unserer Sicht Handlungsbedarf aufgezeigt hätten. Daher sehen wir von der SPD-Fraktion eine Änderung des Gesetzes für nicht erforderlich an und lehnen daher Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Spanier-Oppermann. Und für die CDU-Fraktion hat Herr Kollege Kerkhoff jetzt die Möglichkeit zu reden. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dem Antrag werden in der Tat viele wichtige Fragen aufgeworfen. Das hat auch die Anhörung bestätigt, wenn auch der Antrag das komplexe Thema zu sehr auf die Frage der Ortsgebundenheit reduziert hat. Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt und sie wird auch die Weiterbildung verändern müssen, wenn wir unserem Anspruch, die Digitalisierung der Arbeitswelt gestalten zu wollen, auch gerecht werden wollen. Und es geht dann darum zu organisieren, dass die Beschäftigten in einer sich rasant verändernden Arbeitswelt Schritt halten können und nicht von Entwicklungen überrollt werden. Und das Thema Weiterbildung ist dabei natürlich ein ganz zentrales, denn einmal gelernt, dann 40 Jahre im gleichen Unternehmen, die gleichen Tätigkeiten machen, das sind natürlich Bedingungen, die es auch heute schon kaum noch gibt und die werden natürlich in Zukunft, wenn überhaupt, umso seltener irgendwo der Fall sein. Deshalb heißt es, sich weiterbilden, am Ball bleiben und auch die eigene Beschäftigungsfähigkeit erhalten. Meine Damen und Herren, wie verändert sich Weiterbildung, technisch, inhaltlich, organisatorisch? Welchen veränderten Weiterbildungsbedarf gibt es in den Unternehmen, die Teil der digitalisierten Welt werden oder bereit sind? Und welche neuen Anforderungen ergeben sich, die erlernt werden müssen? Und ein Thema ist natürlich die Präsenzpflicht. Es wird zunehmend so sein, dass man Weiterbildungsangebote auch oder ausschließlich online wahrnimmt. Und dazu gibt es ja heute schon Beispiele. Es ist genannt worden, auch diskutiert worden in der Anhörung bei der Deutschen Rentenversicherung. Ich weiß das von Kliniken. Und bei der Anzahl der Staus in Nordrhein-Westfalen kann man ja nur allein aus dem Grund vielen Leuten dazu raten, das so zu organisieren. Aber es ergeben sich ja auch weitere Vorteile. Es spart Zeit und in Fällen, wo der Teilnehmer auch selber bestimmen kann, wann er sich weiterbildet, ist das auch ein Baustein zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und nehmen Sie Homeoffice-Situationen, da macht es ja erst recht Sinn, auch Weiterbildung so zu organisieren, dass man das am heimischen Arbeitsplatz tun kann. Es macht ja keinen Sinn, Leuten, die von zu Hause arbeiten können, dann für Phasen der Weiterbildung zu sagen, jetzt müsst ihr aber an die und die Stelle letztendlich im Land fahren. In der Anhörung wurde so schön formuliert, liquides Lernen, also Lernen besser mit der Lebenswirklichkeit zu vereinbaren. Aber wir müssen, glaube ich, auch ernst nehmen, dass es Lern- und Weiterbildungssituationen gibt, wo auch künftig die physische Anwesenheit Sinn macht. Und das ist dann auch keine altmodische Veranstaltung aus der analogen Welt, sondern wird auch künftig Teil der Weiterbildungswelt sein und bleiben und damit auch einen berechtigten Platz behalten. Und ebenso mag es Modelle geben, in denen Module so gestaltet sind, dass beide Elemente kombiniert werden. Die Präsenz, der Austausch miteinander, die Diskussion, die Präsentation auf der einen Seite und gleichzeitig Vorbereitung, Lernen, alles, was vielleicht Vorlesungscharakter hat, eher online von zu Hause aus. Solche Modelle werden zunehmen. Und Digitalisierung in der Weiterbildung muss dafür sorgen, dass die Angebote, dass die Möglichkeiten der Wahrnehmung und die Chance teilzuhaben eben größer und vielfältiger wird und nicht kleiner und schmalspuriger. Und das, finde ich, ist auch dann Teil des Gestaltungsanspruchs, den ich eben zu Anfang erwähnt habe. Und wichtig bei allen Bestandteilen der Weiterbildung, egal wann und wo sie stattfinden, ist nicht die Frage, wo und wie es stattfindet, sondern die Qualität und die Erfolgskontrolle. Digitales Lernen darf nicht dazu führen, dass die Qualität sinkt und dass Erfolge nicht mehr messbar sind. Aber umgekehrt gilt auch, dass künftig Teilnehmer, aber auch deren Arbeitgeber von einer Weiterbildung, die in Präsenz stattfindet, künftig mehr erwarten und sich die Frage stellen, ob das Ganze nicht auch hätte online stattfinden können.
Und so bin ich mir sicher, dass dieses Thema die Arbeit des Landtags auch in den nächsten Jahren begleiten wird. Kommt sozusagen in die digitale, in die virtuelle Wiedervorlagenmappe. Für heute enthalten wir uns bei diesem Antrag, weil er ein wichtiges Thema aufgreift, aber die Folgerungen daraus unvollständig bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kerkhoff. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Maaßen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserer Informations- und Wissensgesellschaft gehört lebenslanges Lernen zur Basis für eine erfolgreiche Bildungs- und Arbeitsbiografie. Die Anforderungen und die Erwartungen, sich kontinuierlich weiterzubilden, steigen in unserer heutigen Wissensgesellschaft kontinuierlich an. Die rasche Entwicklung von Technologien und der immense jährliche Zuwachs an neuen Wissensbeständen machen es in vielen Bereichen unerlässlich, sich auch neben dem Beruf weiter zu qualifizieren. Neben den klassischen Offline-Schulungen kommt dem E-Learning dabei eine immer größer werdende Bedeutung zu. Die digitalen Medien bieten enorme Potenziale in der Aus- und Weiterbildung sowie in der beruflichen Facharbeit. Neue Formen der Kommunikation, Kooperation und Vernetzung sind ebenso möglich wie neue, effektive Wege der Vermittlung von Lehr- und Lerninhalten. Digitale Medien entkoppeln Ort und Zeit und bieten neue Freiheitsgrade der Gestaltung und Individualisierung von Qualifizierungsangeboten. So erlauben sie ein besonders rasches Anpassen der Inhalte an aktuelle Themen und Anforderungen. Dies kann über die Bereitstellung einer Lernsoftware oder das Anbieten eines Online-Lehrgangs bis über virtuelle Klassenräume eine ganze Bandbreite an möglichen Unterrichtsformen bedeuten. Zur Frage der digitalisierten und online-basierten Weiterbildung im Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz gab es in der Anhörung im Ausschuss insoweit Einigkeit, dass mehr Möglichkeiten zur Digitalisierung durchaus zu begrüßen sind. Online-Lernen bietet unbestreitbare Vorteile. Die Zeit- und Ortsunabhängigkeit ermöglicht großmögliche Flexibilität in zeitlicher und räumlicher Sicht. Es können Kosten gespart werden, An- und Abreisekosten entfallen, somit auch die Aufwendungen für Planung und Durchführung der Schulung. Eine standardisierte, gleichbleibende Qualität ist in der Regel gesichert. Mehrsprachigkeit ist möglich. Jedoch sollte auch bedacht werden, dass die Gefahr einer geringen didaktischen Absicherung im E-Learning-Bereich bestehen kann. Zudem ist technischer Sachverstand nötig und Selbstdisziplin ist erforderlich. E-Learning wird das klassische Lernen auch in der beruflichen Weiterbildung nicht ganz verdrängen. Es stellt aber eine sinnvolle Ergänzung zu herkömmlichen Methoden der Wissensvermittlung dar, die den Bedürfnissen und Zielsetzungen der jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemäß eingesetzt werden sollte. Von daher ist der Antrag der Piraten sehr zu begrüßen. Es macht Sinn, das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz in NRW in Bezug auf die Ortsgebundenheit und die Online-Weiterbildung zu prüfen. Die Landesorganisationen der Weiterbildung in NRW werden sich in diesem Jahr mit dem Thema Online-Weiterbildung beschäftigen. Wir Grünen möchten das Ergebnis der Beratungen der Experten abwarten und werden deshalb dem Antrag der Piraten, ich betone heute, nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Maaßen. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Alder. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir Freien Demokraten teilen grundsätzlich die Einschätzung, dass eine Digitalisierung der Weiterbildung ein wichtiges Ziel ist.
ein Ziel, das mit Herausforderungen, aber auch großen Chancen verbunden ist. Und wenn ich mal hingehört habe zu den Vorrednerinnen und Vorrednern, ich glaube, Thorsten Sommer, da gab es auch keinen Unterschied, da sind wir uns, glaube ich, alle einig zu dem Thema. Allerdings gibt es doch ein paar Randbetrachtungen, die erwähnt werden sollten. Im E-Learning liegen große Potenziale, gerade auch, um zum Beispiel bisher weiterbildungsferne Gruppen der Gesellschaft anzusprechen. Dass wir diese Potenziale bestmöglich heben und diese Chancen aktiv ergreifen, sehen wir gegenwärtig als eine der zentralen Aufgaben der Weiterbildung. Und das gilt für die berufliche Weiterbildung ebenso wie für andere Bereiche. Da werde ich gleich noch mal kurz drauf kommen. Dabei bilden übrigens Präsenzveranstaltungen und Online-Kurse nicht zwangsläufig einen Gegensatz. Weiterbildungsanbieter machen zum Beispiel gute Erfahrungen mit digitaler Vor- und Nachbereitung von Präsenzveranstaltungen. Und es ist nicht so, als wenn die berufliche Weiterbildung bei Online-Angeboten vor der Stunde Null steht. Auch nach der heutigen Rechtslage sind durchaus Angebote möglich, die E-Learning-Anteile umfassen. Den Antragstellern von den Piraten geht es aber darum, die Ortsgebundenheit komplett zu streichen und somit reine Online-Angebote zuzulassen. Dazu haben wir aber in der Anhörung auch Bedenken gehört, so wie es die Vorredner auch schon erwähnt haben. So ist die Erfolgsquote deutlich höher, wenn E-Learning und Präsenzphasen verknüpft werden. Und ich habe ja damals im Ausschuss schon darauf hingewiesen, als Vertreter der Stadt Hagen, Stadt der Fernuniversität. Also wir arbeiten da ja nun, damals als E-Learning noch aus Papier bestand, wurden schon Präsenzveranstaltungen gemacht und heute auch noch, obwohl 90% der Sachen tatsächlich schon über E-Learning laufen, aber auf Präsenzveranstaltungen will man halt nicht verzichten, weil man auch weiß, warum. Zudem wurde die Regelung zur Ortsgebundenheit bewusst im fraktionsübergreifenden Konsens geändert. Vor dem Hintergrund der EU-Dienstleistungsrichtlinie sollten zertifizierte Weiterbildungsträger aus europäischen Nachbarländern zu Recht einen Zugang erhalten. Aus dem Gesprächskreis der Landesorganisationen der Weiterbildung hat sich jedenfalls bereits eine AG Digitalisierung gebildet, die in den kommenden Monaten Vorschläge für die Umsetzung digitaler Weiterbildung erarbeiten soll. Diese Vorschläge sollten wir vor einer Änderung der gesetzlichen Grundlagen anhören. Martina Maaßen hat es für die Grünen gesagt, ich sage es für die Freien Demokraten auch noch mal. Last but not least, auch wenn der vorliegende Antrag aus unserer Sicht begrüßenswerte Ziele enthält, so wird sich unsere Fraktion aus den genannten Gründen eben enthalten, weil wir grundsätzlich nicht Nein sagen wollen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Alder. Und bevor ich Herrn Kollegen Sommer für die Piraten das Fraktion das Wort erteile, bitte ich einen kleinen Moment um Aufmerksamkeit. Ich würde nämlich sehr gerne in unser aller Namen ganz besondere Gäste auf unserer Zuschauertribüne begrüßen. Und zwar haben wir Gold- und Silbermedaillengewinnerinnen und Gewinner unter uns, beziehungsweise im Moment über uns. Und zwar sind es zwei junge Damen und zwei Herren, die an den Paralympics im letzten Jahr in Rio de Janeiro teilgenommen haben, heute für Borussia Düsseldorf an den Start gehen oder gegangen sind, damals auch. Ich begrüße ganz herzlich Stefanie Grebe, Sandra Mikolaschek, Thomas Schmidtberger und Jochen Wollmert. Nachträglich alles Gute für Sie. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Viel Spaß bei der weiteren Begleitung unserer Plenardebatte und bleiben Sie so erfolgreich, wie Sie waren. Ja, ich glaube, das war richtig, die Sitzung. Ganz kleinen Moment dafür zu unterbrechen. Thorsten Sommer für die Piraten hat jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und im Livestream. Sport ist sicherlich eines der Dinge, die im E-Learning schwierig sind, es sei denn, es geht um E-Sport. Aber ich glaube, physischer Sport, das wird mit E-Learning so schnell noch nichts. Aber wer weiß, was mit Virtual Reality alles noch passiert. Schauen wir mal. Aber kommen wir erstmal zur Gegenwart. Ich möchte mich erstmal bei allen Vorrednern herzlich bedanken, dass dieses Thema so konstruktiv aufgenommen worden ist. Ich weiß, es gibt immer den ein oder anderen Bedenkenträger, die ein oder andere Sache, die Dinge stoppen kann. Gleichwohl möchte ich einfach positiv mitnehmen, wie gut das aufgenommen worden ist. Und ich nehme mal die Zusammenfassung schon mal vorweg. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Antrag, egal wer auch immer hier sitzen mag, im September oder Oktober wieder neu haben werden. Und vielleicht können wir dann da oder wer auch immer dann sehr ungezwungen über die
Online-Kurse reden. Und ich hoffe, dass wir dann da auch zu einer Verabschiedung kommen, egal wer das dann auch immer hier tut. Das ist mir tatsächlich nicht so wichtig. Wichtig ist mir tatsächlich, dass wir hier zu einer Lösung kommen. Denn, das hat die Anhörung ergeben, E-Learning und Kollegin Spanier-Oppermann sagt es ja gerade, Sie sagten gerade selbst, seit 20 Jahren in Unternehmen völlig selbstverständlich, aber halt im Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz zurzeit nicht so einfach möglich. Und es ist extrem wichtig, es wird immer mehr. Je nach Branche rechnen wir zurzeit zwischen 10% und 50% der Weiterbildung finden schon als Online-Kurse statt. In IT selbstverständlich ein bisschen mehr, im Handwerk ein bisschen weniger. Aber auch da werden immer mehr Kurse tatsächlich als Online-Kurse stattfinden oder finden statt. Einfach, weil es viel einfacher ist, weil es viel flexibler ist, weil ich auch die Familienansprüche viel besser unter einen Hut bekomme. Und natürlich auch, weil ich nicht erst eine Menge Menschen zu einem bestimmten Ort karren muss, sondern weil das jeder von zu Hause aus quasi machen kann. Das hat auch tatsächlich zur Folge, jetzt von diesen kleinen Kursen mal zu den ganz großen Kursen, zu Unikursen, den MOOCs, Uli Alder brachte gerade die Fernuni ins Spiel, gesehen. Da gibt es auch eine Professionalisierung, es gibt da auch eine Erfolgskontrolle. Das gibt es tatsächlich alles schon. Und ob jetzt eine Weiterbildung erfolgreich ist oder sinnvoll ist oder nicht, entscheidet nicht mehr, ob das online stattfindet oder in Präsenz stattfindet, sondern das Konzept an sich. Die Vermittlung ist dabei inzwischen tatsächlich zweitrangig, weil wir da so gut geworden sind, dass wir das eigentlich landesweit machen können. Warum das jetzt nicht gemacht wird, möchte ich gar nicht weiter ausführen. Ich glaube, es würde jetzt auch schon möglich sein, ohne größere Probleme durch die Anbieter. Wir reden hier übrigens, um das ein bisschen einzusortieren, Uli Alder brachte gerade das Beispiel von der Fernuni, wir reden hier nicht über jahreslanges Lernen, sondern über das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz meint pro Arbeitnehmer maximal 5 Tage am Stück, wenn ich für 2 Jahre spare, maximal 10 Tage am Stück. Aber auch einzeln nehmbar. Und das ist bei Online-Kursen natürlich viel, viel einfacher, weil wer kann sich heute erlauben, 5 Tage am Stück oder 10 Tage am Stück innerhalb von 2 Jahren eine Weiterbildung zu machen? Das machen selbst Unternehmen nicht, sondern auch die machen ganz viel 1-, 2- oder 3-Tageskurse. Und das wäre beim Online-Learning noch viel, viel einfacher. Dementsprechend haben auch die Aussagen der Experten dazu das Ganze untermauert, egal ob es Lucia Falkenberg vom ECO-Verband war, also vom Verband der Internetwirtschaft. Digitale Weiterbildung kann man mit einem Satz nur antworten, so individuell und bedürfnisorientiert wie möglich. Online perfekt machbar, kann man nur unterstützen. Im Endeffekt haben mehr oder weniger alle das Gleiche gesagt. Ja, der Verband der Anbieter möchte ganz gerne im Sommer noch darüber diskutieren. Gleichwohl, ich glaube, die sind auch im Endeffekt so gut aufgestellt, die würden das schnell umsetzen können. Und wir reden hier ja übrigens nicht über einen Zwang, nur Online-Kurse machen zu müssen, sondern es ist einfach eine Öffnung. Deshalb, ich finde es schade, dass wir es jetzt noch nicht machen können, aber ich glaube und hoffe wirklich, dass die Anregung, die wir hier einbringen konnten für Online-Kurse, dann nach der Sommerpause relativ zügig umgesetzt werden kann, dass diese doch sehr gegriffene Umkreisregelung von 500 Kilometern dann auch einfach mal komplett wegfallen kann. In einem zusammengehörigen Europa sollten wir das tatsächlich vielleicht als Maximalgrenze nehmen und ansonsten einfach davon weggehen und sagen, lass uns Online-Kurse ermöglichen, lass uns digital vorweggehen, lass uns das Ganze annehmen, lass uns die positiven Effekte daraus nehmen und nicht immer nur Bedenken regieren lassen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und die positive Aufnahme und ich erwarte dann im Herbst, dass wir es vielleicht dann umsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Schmelzer in Vertretung von Frau Ministerin Löhrmann. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ja, Herr Kollege Sommer, ich habe das so entgegengenommen, angestoßen nach der Sommerpause. Ich bin mir sicher, und das haben die Vorredner auch gezeigt, dass wir das natürlich auf dem Schirm haben. Alle Vorredner, ich habe bei keinem etwas Negatives gehört, haben das auf dem Schirm und es ist ja auch ein berechtigtes Anliegen. Der digitale Wandel, meine Damen und Herren, ist ein Teil unserer Lebenswirklichkeit und verändert deutlich unsere Art zu kommunizieren, zu lernen, zu wirtschaften und natürlich auch
zu arbeiten. Und Bildung in der digitalen Welt umfasst deshalb selbstverständlich die gesamte Bildungskette. Und auch die Weiterbildung hat sich auf den Weg gemacht, digitales Lernen in ihre Angebote zu integrieren. Digitale Angebote können eben die bestehenden Formen gut ergänzen, aber, und dies ist auch die Mehrheitsmeinung der Weiterbildung, sie in der Regel nicht komplett ersetzen. Aber das haben Sie eben auch zum Ausdruck gebracht. Das liegt auch daran, dass eben die meisten erwachsenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die persönliche Ansprache der Lehrenden und den direkten Austausch mit anderen Teilnehmenden suchen und auch deutlich als bereichernd erleben. Für sogenannte, es ist eben schon mal angesprochen worden, bildungsferne Erwachsene ist eben der persönliche Kontakt oft der entscheidende Faktor für den Lernerfolg. Und das trifft so auch die Angebote im Rahmen des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes zu. Und diese Weiterbildung erfolgt danach in Nordrhein-Westfalen, ich zitiere aus dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz, über die Freistellung von der Arbeit zum Zwecke der beruflichen und politischen Weiterbildung bei Fortzahlung des Arbeitsentgeltes. Im Übrigen, Herr Kollege Sommer, natürlich beinhaltet dieses Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz auch einen Rechtsanspruch der Kolleginnen und Kollegen, weil Sie eben noch mal darauf hingewiesen haben, dass das oft sehr schwierig ist. Und dabei behält das Gesetz eben die Qualität der Weiterbildung deutlich im Auge. Nur anerkannte Veranstaltungen von anerkannten Einrichtungen der Arbeitnehmerweiterbildung können eben zu einer Freistellung führen. Und auch müssen Bildungsveranstaltungen in diesem Sinne in der Regel täglich 8 Unterrichtsstunden umfassen. Die Anhörung von Sachverständigen im Landtag hat noch nicht die umfassende Informationsbasis für eine mögliche Gesetzesänderung erbracht. Wesentliche Qualitätskriterien, wie zum Beispiel die Fragen der didaktischen Qualität von Online-Angeboten, des Zugangs und der Überprüfung des Kompetenzerwerbs, müssen noch solide geklärt werden. Vor allem aber auch die Frage, wie die Ortsgebundenheit ersetzt werden soll. Derzeit hält es die Landesregierung nicht für angebracht, ich sage noch nicht, derzeit noch nicht für angebracht, bei der Freistellung im Rahmen des Gesetzes Online-Weiterbildung den Präsenzveranstaltungen in jeder Hinsicht gleichzustellen. Das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz schließt keineswegs aus, dass solche Angebote in einem integriertes Lernen, also das englische Blended Learning, stattfinden, dass virtuelle und nicht virtuelle Lernsettings und Methoden miteinander kombiniert, also sowohl Präsenz- als auch Online-Phasen umfasst. Nach Ansicht der Landesregierung wären weitergehende Konzepte jedoch zunächst in der Fachwelt und eben auch mit den Tarifpartnern sorgfältig zu prüfen. Und so bedürfen etwa völlig neue Veranstaltungsformen auch neuer Qualitätskriterien. Und dabei sollte aus Sicht der Landesregierung natürlich ein Konsens auch angestrebt werden. Abschließend möchte ich an dieser Stelle auch daran erinnern, dass das Gesetz 2014 geändert und die Auszubildenden in den Kreis der Anspruchsberechtigten aufgenommen wurden. Dieser Schritt, wir erinnern uns, wurde in einem konstruktiven Diskurs mit den beteiligten Sozialpartnern gemeinsam erarbeitet. Doch wir sollten uns auch bewusst sein, wenn wir uns zurückerinnern, sowohl Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften haben sich damals auch zu Zugeständnissen durchgerungen. Auch angesichts dessen bedarf eine weitere Ausweitung des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes neben der fachlichen Prüfung und all der Kriterien, die ich gerade angesprochen habe, einer intensiven Abstimmung eben mit allen Beteiligten. Schnellschüsse, aber so habe ich Sie auch nicht verstanden, Herr Kollege Sommer, Schnellschüsse passen nicht in unsere sorgfältig erarbeitete Konsensstruktur. Ich bin mir sicher, wir werden das Thema wieder haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir Sie dann zur Beratung in den nordrhein-westfälischen Landtag als Zuschauer einladen dürfen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit schließe ich dann auch an diesem Punkt die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 11. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales empfiehlt in Drucksache 14.039 den Antrag mit der Drucksachennummer 12.837 abzulehnen. Wir führen jetzt die Abstimmung über den Antrag selbst durch und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten, das ist die Piratenfraktion und der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Wer stimmt dagegen? Die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen als Fraktion. Vielen Dank. Wer enthält sich?
die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion ganz herzlichen Dank. Mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis ist damit der Antrag der Fraktion der Piraten abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, Antrag